Ich bin Aline Jünger und im warmen Maschinenbau tätig. Ich arbeite im Institut für Wärmetechnik und Thermodynamik und meine Promotion begann 2011. Sie findet im Rahmen eines Industriekooperationsprojektes mit einer Firma für Hochindustrieöfen statt. Ich habe 2004 bereits jetzt angefangen zu studieren und bin 2010 wissenschaftliche Mitarbeiterin geworden. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass besonders berufliche Kontakte und ein wissenschaftliches Netzwerk von enormem Interesse sind. Aus dem Programm Junge Frauen an die Spitzen habe ich mitgenommen, dass es sehr hilfreich ist, Probleme auf vielen Ebenen zu beleuchten, um sie lösen zu können. Zudem sind berufliche Netzwerke und Kontakte von immenser Bedeutung für das berufliche Voranschreiten. Für mich persönlich war der Knackpunkt als eher introvertierte Person das Aufeinanderzugehen und das Kontakte knüpfen mit anderen, meist auch Fremden oder teilweise unbekannten Wissenschaftlern. Ich habe also die Erfahrung gemacht, dass wissenschaftliche Kontakte von sehr großer Bedeutung sind. Sich selbst Termine und Zwischenziele zu setzen, hat mich vor allem im Voranschreiten des Promotionsprozesses vorangetrieben, denn dadurch fokussiert man sich immer wieder auf die Schwerpunkte und verliert nie die Orientierung. Ich habe das Gefühl, dass ich mittlerweile sehr viel ruhiger und ausgeglichener bin, gerade im Hinblick auf Konfliktlösungsprozesse. Ich habe eine Art inneres Gleichgewicht gefunden, denn ich hatte nie das Gefühl, alleine zu sein. Und ich habe auch gelernt, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen, um mehrere Arten und Wege zu finden, Dinge zu hinterfragen oder objektiv zu bewerten. Besonders beeindruckt hat mich Judith Fallemoog. Sie ist die Gründerin des Labels BioPlanet. Ihr Lebensweg war unglaublich unvorhersehbar. Sie hatte so viele einschneidende und auch dramatische Veränderungen im Leben durchgemacht und hat trotzdem stets das Ganze als Herausforderung und als Motivation angesehen. Das persönlich finde ich beeindruckend, vor allem weil sie keine Kämpfernatur von sich aus war, sondern erst zu dem gemacht wurde. Was macht die Gruppe Junge Frauen an die Spitze für mich aus? Es ist eine bunte Mixtur aus allen Fachrichtungen und Mädels mit unterschiedlichen Charakteren. Also das Programm in 5 Worten: Selbstfindungsprozess, Lösungsstrategien, jede Menge Spaß, beeindruckende Lebenswege und jede Menge Horizonterweiterung. Ich würde auf jeden Fall wieder an dem Programm teilnehmen, denn vor allem deren Kontakt und die Coachings zu den Mädels haben mir sehr viel Halt und Motivation gegeben. Egal welch wo ein Problem auftauchte, ob privat, beruflich oder im Rahmen der Promotion, wir waren immer ein Team und wir haben uns gegenseitig unterstützt. Es war teilweise auch notwendig, sehr viele Perspektiven auf ein Problem durch andere eröffnet zu bekommen. Ich habe immer dieses positive Gruppengefühl empfunden, bei dem auch eine gewisse Intimität eine wichtige Rolle gespielt hat. Ich habe auch nach wie vor noch das Gefühl, nicht alleine zu sein, auch wenn ich die anderen Mädels oft nicht sehe oder wir uns selten treffen können. Dennoch weiß ich, wenn es Probleme gibt, kann ich jederzeit bei ihnen auftauchen. Das Team Junge Frauen an die Spitze wird natürlich von allem von Christina ausgemacht. Sie hat immer ein offenes Herz und offene Ohren für alle Probleme und versucht, diese zu lösen oder zumindest eine Lösungsstrategie zu entwickeln. Sie ist die perfekte Mischung aus Coach, Psychologin und taffem Vorbild. Und sie ist das Herz und Seele der Gruppe.